Die Linke hat nun die Kollegin Karawanski das Wort. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Gäste, Herr Rehberg, wenn ich vorhin so Ihre Rede zugehört habe, dann ist bei mir vor allen Dingen hängen geblieben, dass Sie Sicherheit mit mehr Polizei einfach nur verbinden. Und den zentralen Aspekt, das, was unsere Politik von Ihrer unterscheidet, ist, dass wir vor allen Dingen soziale Sicherheit meinen. Schauen Sie sich die Realität doch mal an da draußen. Die Schere zwischen Arm und Reich geht auseinander. Die soziale Spaltung im Land nimmt zu. Und die Bundesregierung, Sie loben sich selber. Sie kommen da auch gar nicht mehr raus aus dem Lob. Sie betonen die finanziellen Überschüsse, aber Sie vergessen zu erwähnen, wer nämlich eigentlich die finanziellen Überschüsse erwirtschaftet. Das sind nämlich genau die Menschen da draußen. Und für die muss das Geld bereitgestellt werden. Und für die müssen die Überschüsse eingesetzt werden und nicht für die Wahrung einer abstrakten Null, die Sie hier präsentieren. Meine Damen und Herren, wir brauchen Gerechtigkeit in diesem Land, allen voran Steuergerechtigkeit. Und wir Linke, wir schlagen ein Steuerkonzept vor, wo wir tatsächlich die unteren und mittleren Einkommen entlasten und Großverdiener und Superreiche mit Augenmaß belasten. Und schauen wir uns doch mal die Beispiele auf der Einnahmenseite des Bundes an. Bei der Erbschaftssteuer liefern Sie von der Großen Koalition wirklich ein Trauerspiel. Wir reden hier nicht über das kleine Blumengeschäft oder den Friseursalon um die Ecke. Wir reden an dieser Stelle über schwerreiche Unternehmen, die Sie nicht gewillt sind anzutasten. Es werden nach wie vor große Vermögen vererbt. Unternehmenserben werden rechtswidrig im großen Stil bevorzugt und sie können sich allzu leicht die Steuer umgehen. Und die soziale Spaltung, um diese in diesem Land zu kitten, ist eine angemessene Besteuerung großer Erbschaften bitter nötig. Und meine Damen und Herren, soziale Gerechtigkeit würde die Wiederbelebung auch der Vermögenssteuer herstellen, für die Die Linke eintritt. Es kann doch nicht angehen, dass 10% der Deutschen 60% des Gesamtvermögens besitzen. Hier braucht es eine Umverteilung. Wir brauchen eine Umverteilung von oben nach unten, sonst bleiben die Armen in Ost und West weiterhin abgehängt, während Superreiche große Teile ihres Geldes wieder ungeniert nutzen, um auf den Finanzmärkten auf dieser Welt gewinnbringend das Geld anzulegen. Und da komme ich zum zweiten Punkt meiner Rede. Finanzmarktregulierung. Da bleibt viel zu tun. Natürlich gab es einige Gesetze, vor allen Dingen angestoßen durch die europäische Ebene, die Finanzmärkte sicherer machen sollten und vor allen Dingen zukunftsfest machen sollten für zukünftige Krisen. Aber man muss an dieser Stelle sagen, dass Quantität nicht gleich Qualität bedeutet. Wir verschonen immer wieder kommen hier Stimmen, die sagen, ja, wir brauchen jetzt ein Ende der Regulierung. Sie sprechen gar von Überregulierung. Und Herr Schäuble, Sie haben sich ja nun gerade auf europäischer Ebene vehement für eine Transaktionssteuer eingesetzt. Aber wo bleibt die? Faktisch, wir haben immer noch keine. Wir haben genauso wenig ein funktionierendes Trennbankensystem, in dem die Einlagen der Sparerinnen und Sparer von den hochriskanten Spekulationsgeschäften getrennt sind. Aber das Problem, dass wir weiterhin Kapitalstücke haben, die nach an Rendite trächtigen Anlagen suchen, das haben wir doch weiter bestehen. Und hier muss man überlegen, welche Geschäfte sind tatsächlich mit wie viel Eigenkapital hinterlegt. Und außerdem müssen wir weiterhin über eine sozial gerechte Besteuerung sprechen, damit hier Augenhöhe geschaffen wird. Denn trotz einer Vielzahl von Gesetzen seit Ausbruch der Finanzkrise geht das Zocken an den Finanzmärkten weiter, fast uneingeschränkt weiter. Täglich kommt eine Vielzahl von Finanzmarktprodukten auf den Markt, meistens undurchsichtig, meistens hochriskant, und sie sind meistens volkswirtschaftlich überhaupt nicht notwendig. Deswegen sagen wir, wir brauchen einen Finanz-TÜV. Wir schlagen vor, dass Finanzgeschäfte und Finanzinstrumente in Zukunft einer verbindlichen Zulassungsprüfung zu unterwerfen sind, genau damit intransparente und gefährliche Finanzmarktinstrumente überhaupt nicht in den Umlauf kommen. Und die Finanzaufsicht, die BaFin, sagt ja auch, dass es eine Ultima Ratio, ein richtiger Schritt ist, indem sie zum Beispiel die Bonitätsanleihen vorschlägt,
zu verbieten, damit eben halt entsprechende Produkte hier nicht auf den Markt gelangen, vor allen Dingen auf die in falsche Hände gelangen. Und aus unserer Sicht sollen eben die Finanzdienstleister die Unbedenklichkeit ihrer Produkte erstmal nachweisen. Ein solcher Finanz-TÜV, entsprechend auf europäischer Ebene eingesetzt und verankert, würde vor allen Dingen für übersichtliche Finanzmärkte mit ökonomisch sinnvollen und transparenten Finanzmarktinstrumenten schaffen und dafür tatsächlich eine gute, effektive Grundlage für finanziellen Verbraucherschutz schaffen. Mein abschließender Blick gilt den Kommunalfinanzen. Ja, es ist mehr Geld in die Länder und Kommunen geflossen, aber vor allen Dingen häppchenweise. Beim Vorschlag zur Neuordnung der Bund-Länder-Finanzen fehlt es an einem Konzept zur Stärkung von Ländern und Kommunen. Die Kommunen müssen dauerhaft bei den Sozialausgaben entlastet werden und vor allen Dingen auf der Einnahmenseite auf stabile Füße gesetzt werden. Entsprechende Anträge haben wir als Linke vorgelegt. Und um es an dieser Stelle auch noch mal zu sagen, es ist der völlig falsche Weg, durch Privatisierung von Autobahnen und Fernstraßen Banken und Versicherungen einzubeziehen. Solche Projekte können die Gebietskörperschaften auch selber zu machen. Und Herr Kahrs, Sie haben das vorhin gesagt, wenn sozusagen die Mittel gar nicht abfließen, dann brauchen wir es aber auch nicht durch private Investoren zu machen. Dann können wir es aber auch direkt als Bund machen. Meine Damen und Herren, die schwarze Null auf dem Papier als solches ist nichts wert, wenn das Geld nicht bei den Menschen ankommt. Wir brauchen Investitionen in Infrastruktur, in Bildung und in Forschung. Wir brauchen die Stärkung der Binnennachfrage. Und wir brauchen vor allen Dingen gute, stabile Sicherungssysteme, damit niemand Angst hat vor Kinderarmut, vor Altersarmut und vor allen Dingen auch vor Erwerbslosigkeit. Und wir haben entsprechend auf verschiedenen Ebenen, aber hier auch im Bundestag, Konzepte vorgelegt. Steuergerechtigkeit, Finanzmarktregulierung und nicht zuletzt setzen wir auf stabile Haushalte in Bund, Ländern und Kommunen. Vielen Dank. Das Wort